häufig gestellte Frage, in diesem Fall mit einer kurzen Antwort: Wonach richtet sich der Kassenzuschuss bei der prothetischen Versorgung? Hier ist es ganz einfach. Der Kassenzuschuss richtet sich immer erstmal nach dem Befund, sprich grob und vereinfacht gesagt, welche Zähne fehlen, welche Zähne sind noch da, welche Zähne sind zerstört, müssen deshalb überkront werden und ähnliches. Das heißt, wir haben hier einen Befundzuschuss, woran letztlich die Krankenkasse entscheidet, was der generelle Zuschuss wäre. Weiterhin entscheidend für den Zuschuss seitens der Krankenkasse ist immer die Frage, das Bonusheft. Wie lange war ich regelmäßig beim Zahnarzt? Jährlich die letzten 5 Jahre jedes Jahr oder die letzten 10 Jahre jedes Jahr? Wenn dem der Fall war, dann unterstellt die Krankenkasse, dass Sie als Patient regelmäßig zum Zahnarzt gegangen sind mit dem Ziel, Ihre Mundgesundheit zu erhalten, und honoriert das eben mit einem etwas höheren Zuschuss, der sich aber immer an dem Ausgangsbefund orientiert. Die dritte Möglichkeit, die es gibt innerhalb dieses Systems, ist natürlich, dass Sie einen Härtefall beantragen. Bei einem nicht vorhandenen Einkommen besteht die Möglichkeit, dass die Krankenkasse den Zuschuss verdoppelt. Und somit ist auch gewährleistet, dass Patienten, die schlicht und ergreifend auf ihrer sozialen Situation heraus sich keinen Zahnersatz leisten können, hier zumindest eine einfache prothetische Variante erhalten, die sie nichts kostet. Grundsätzlich muss man sagen, dass der Zuschuss gezahlt wird, unabhängig von der prothetischen Versorgungsform, für die Sie sich als Patient entscheiden. Es wird also nach dem Ausgangsbefund geguckt, danach, wie lange Sie beim Zahnarzt waren, ob ein Härtefall vorliegt oder nicht. Und dann steht ein gewisser Geldbetrag für Sie als Patient zur Verfügung. Sie müssen dann aber nicht der Therapieform der Krankenkasse folgen, was zum Beispiel im Seitenzahnbereich eine Metallkrone wäre. Sie können sich gleichwohl für die höherwertige Keramikkrone entscheiden, haben dann eine bessere Versorgungsform für sich, erhalten trotzdem den Krankenkassenzuschuss und müssen nur noch die Differenz selbst oder im Rahmen Ihrer Zusatzversicherung begleichen. Ich hoffe, Ihnen mit diesen kurzen Tipps etwas weitergeholfen zu haben, wie dieses eigentlich ja doch komplizierte System, ich hoffe einfach erklärt, funktioniert. Weitere Themenvideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Ansonsten sind wir auch bei Instagram und Facebook vertreten.